Wir werden und werden immer übergangen. Wir werden nicht gehört. Es hört uns nie Mensch zu. Ooit so groot en machtig. Vandaag een recessie. Weil sie die Schnauze voll haben. Also, es reicht. Na mijn bezoek aan Londen en Grace Blakely brengt het spoor van Muiterijmen naar Berlijn, in Duitsland. Ooit zo groot en machtig, maar vandaag in een recessie. En ik ben hier wel vaker geweest in Berlijn. Ik heb hier nog mijn vorige boek voorgesteld in het Duits. En ik ben naar de gedenkplaat voor Rosa Luxemburg geweest, de revolutionaire activiste die vermoord werd in 1919. Vandaag ga ik naar de Bundestag in Berlijn, dat is het parlement in Duitsland. En daar ontmoet ik Sevim Dagdelen. Sevim is echt een indrukwekkende vrouw. Vroeger werkte ze op de luchthaven en kuiste ze vliegtuigen. En ze was toen ook actief in de vakbond. En dan in 2005 werd ze verkozen in het Duits parlement. Van vakbondsvrouw naar parlementslid. Een indrukwekkende stap. En op haar kantoor, pal in het midden van Berlijn, heeft Sevim koffie en thee klaarstaan. Ze ontvangt me met open armen en vertelt over de staat van Duitsland. Ja, die Lebensmittelpreise sind allein im letzten Monat, im August 2023, um 9% gestiegen. Die Energiepreise um 8,3% gestiegen. Im August? Im August. Sie gehen wieder steigen, die Energiepreise. Es wird nochmal steigen. Also wir haben jetzt im August ein Plus von 9% bei den Lebensmittelpreisen. Das heißt, grundlegende Güter wie Brot, was man braucht, Reis, Mehl, da ist 9% gestiegen. Das heißt, für viele Menschen kaum mehr finanzierbar. Und wir haben das Problem, über 2 Millionen Menschen an den Tafeln schon anstehen müssen. Letztes Jahr 2 Millionen Menschen waren angewiesen auf Lebensmittelspenden. Wir haben eine sehr starke Verarmung von großen Teilen der Bevölkerung, die sich schlicht einfach vieles nicht mehr leisten können, weil die Preissteigerungen immer zunehmen. In een van de rijkste economieën op onze planeet, Duitsland dus, kan 11,4% van de bevolking zich niet minstens elke dag een voedzame maaltijd veroorloven. Dat is onvoorstelbaar veel, want het gaat om meer dan 10 miljoen mensen. Het lijkt op wat Grace me vertelde in de vorige aflevering. Landen met rijke economieën waar de bevolking toch amper rondkomt. A lot of the world probably thinks of the UK as a rich economy, and it is, but we are seeing levels of poverty and destitution, indebtedness, homelessness that we haven't seen in decades. A big part of it is the cost of living crisis. Da haben wir ja auch die Situation, dass in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 2022 die größten Reallohnverluste für Arbeiterinnen und Arbeiter stattgefunden haben, nämlich um 4%. 4% Minus. 4% Minus haben wir auf der anderen Seite DAX-Konzerne, die richtigen Reibach machen, den operativen Gewinn anschaut von 40 DAX-Konzernen. Da haben sie insgesamt eine Summe von 171 Milliarden Euro. 40 Betreiben. 40 DAX-Konzerne, 171 Milliarden Euro auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber für die Beschäftigten ein Reallohnverlust von 4%. De DAX 40, dat zijn de 40 grootste Duitse beursgenoteerde bedrijven. Daar zitten bijvoorbeeld Adidas, Rheinmetall en BMW bij. En die bedrijven boeren goed. Maar, zo vertelt Sevim, terwijl dat kapitaal zich opstapelt aan de bovenkant van de samenleving, groeit de armoede onderaan. Deutschland ist der größte Niedriglohnsektor in ganz Europa. Damit hat sich Bundeskanzler Schröder ja gerühmt, dass den größten Niedriglohnsektor geschaffen hat. Das heißt, die Löhne sind es nicht schuld. Es sind nicht die Löhne, es sind die Profite neben den steigenden Energiepreisen, die die Inflation treiben, ganz einfach. Oben die steigenden, die Profite oben die steigenden. Ja, Profite steigen oben, ja. Und dann die hohen Energiepreise. Und das treibt alles natürlich die Inflation und nicht die Löhne. Wir haben einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro. Das heißt, für Millionen Beschäftigte in Deutschland bitterste Armut. 12 Euro die Stunde reicht
nicht aus. Und das sagt die Bundesregierung selbst aus, auf Anfragen von uns, wie viel Geld muss jemand pro Stunde verdienen, um nicht ins Existenzminimum zu fallen. Da sagt die Bundesregierung selber, das sind ungefähr 13,50 oder sowas. Also der Mindestlohn selber ist bitterste Armut und das ist einfach aberwitzig. Aber man sieht halt, dass der Bundeskanzler Scholz von kein Kanzler ist für eine soziale Politik. Der versagt da natürlich, weil er auch eine Politik betreibt, die immer mehr dazu führt, dass Menschen verarmen, auch durch seine Mindestlohnerhöhung von ungefähr 40 Cent, von dem man in Deutschland sich mittlerweile noch nicht mal ein Brötchen kaufen kann. De werkende mensen hebben het moeilijk. Grace Blakely vertelde al hoe dat lag aan de moeilijke heropstart na corona, de winsthonger van de grote bedrijven en de klimaatverandering. En nu vertelt Sevi me over een vierde oorzaak. Die heeft vooral in Duitsland een grote impact gehad. Met name de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Om dat te begrijpen, moeten we starten bij BASF, de grote chemiegigant in Duitsland. En voor mijn boek heb ik met Liam gesproken, die bij BASF Ludwigshaven werkt als procesoperator. Gas is de basis voor BASF, vertelde Liam me. Want gas levert zowel de nodige energie voor de productie, maar dient ook als basisproduct om bijvoorbeeld ammoniak aan te maken. BASF heeft na de Tweede Wereldoorlog altijd op goedkoop Russisch gas gewerkt. En dan, na de illegale inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022, kwamen er sancties tegen Rusland. Invoer van goedkoop Russisch gas werd grotendeels geblokkeerd en plots moesten ze bij BASF hun gas elders en veel duurder aankopen. De mensen thuis zagen hun facturen razendsnel stijgen en BASF zag haar winsten slinken. Weil nichts anderes ist es ja. Wir haben von vielen Wirtschaftsinstituten, die deutsche Wirtschaft, das Deutsche Institut für Wirtschaft, sagt selbst in Deutschland, dass eine Deindustrialisierung in Deutschland droht. BASF ist ein Beispiel. Es gibt viele andere energieintensive Bereiche, Betriebe, Industrien, die können sich die Preise einfach nicht mehr leisten hier. Und das ist natürlich eine selbstschädigende Politik, die die Bundesregierung hier betreibt. Sie schädigt den Wirtschaftsstandort Deutschland und damit natürlich den Wohlstand hier von Millionen Menschen. Uiteindelijk werd er bij BASF een heleboel mensen afgedankt. Liam weet nog niet wat er met hem gaat gebeuren. De sancties die bedoeld waren om Rusland te treffen, schieten dus vooral de eigen bevolking in de voet. Duitsland is in een recessie terechtgekomen, jobs verdwijnen en de energiefacturen blijven torenhoog. Steigende Lebensmittelpreise, steigende Energiepreise, 2 Millionen an den öffentlichen Tafeln. Das heißt, dieser Krieg, der in der Ukraine stattfindet, und die Folgen der Reaktion des Westens, nämlich die wirtschaftlichen Sanktionen, sie führen dazu, dass wir in Deutschland einen sozialen Krieg gegen die Bevölkerung haben, wo die Reichen immer reicher werden. Ein sozialer Oorlog gegen die Bevölkerung. So benoemt Sevim die Folgen von den Keuzes, die Deutschland machte, toen der Oorlog uitbrak. Keuzes. Mannen in maatpak maken keuzes over wapenleveringen en economische sancties. Maar dat zijn niet dezelfde mensen die nu aanschuiven bij de voedselbank. Gek dan dat ze denken dat de Duitsers die keuzes zomaar gaan accepteren. Deze Bundesregierung, es gibt Vertretung von Interessen. Sie sind einfach eine Interessensvertretung. Und zu diesen Interessen gehören nicht die der deutschen Bevölkerung oder der europäischen Bevölkerung. Weil man sieht ja, dass es die Kürzungspolitik, die Austerität gibt in den sozialen Bereichen. Aber eine enorme Verschuldung, enorme Schulden für Rüstung und Militär. Da ist das Geld dann wiederum da auf Pump. Ja? Also das 100-Milliarden-Programm, was Bundeskanzler Scholz letztes Jahr im Rahmen seiner Zeitenwende-Rede ja versprochen hat. Diese 100 Milliarden sind ja gar nicht da. Sie sind weder geleistet, noch sind sie erwirtschaftet worden. Das ist alles Schulden sind das. Das sind Sonderschulden, die für Militär und Rüstung ausgegeben werden. Und auf der anderen Seite wird aber überall gekürzt in den sozialen Bereichen. Und das heißt natürlich, dass hier auf dem Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eben eine Verschuldung für Militär und Rüstung stattfindet.
Dass dieses Geld so schnell freigemacht wurde, zeigt auch, dass eben Schulden für Rüstung und Militär vorhanden sind, aber nicht für Soziales. Dieser Krieg ist wirklich nicht nur ein Stellvertreterkrieg, er ist auch ein sozialer Krieg gegen die Bevölkerung. Wir haben jetzt aktuell Diskussionen im Deutschen Bundestag über den Haushalt. Und in diesem Haushalt hat die Ampelregierung etwas weltweit Einzigartiges gemacht, Erstaunliches geleistet in Anführungsstrichen. Sie haben die Ausgaben für Rüstung und Militär auf 85,5 Milliarden erhöht, nach NATO-Kriterien. Das ist eine Erhöhung um 32 Milliarden. Das ist ein Plus von fast 25%. Also um plus 25% haben Sie die Ausgaben für Rüstung und Militär erhöht. Das ist jährlich. Ja, natürlich. Ja. Also für das nächste Jahr. Für das nächste Jahr. Und seit Beginn dieser Ampelregierung, seit 2021, ist die Bilanz von SPD, Grünen und Liberalen in dieser Regierung eine Steigerung von plus 37% für Rüstung und Militär, seit sie an der Regierung sind. Und wir haben jetzt einen Haushalt, wo wir 85,5 Milliarden für Rüstung und Militär ausgeben, aber gleichzeitig in einem Land leben, wo 25% aller Viertklässler, also ein Viertel aller Viertklässler, aller Kinder, die in die vierte Klasse gehen in Deutschland, weder richtig lesen können, noch richtig schreiben können, noch richtig rechnen können. So viel Geld naar Wapens, das ist unwahrscheinlich. Het is vooral de NAVO die hierop aandringt, vertelt Sevimons. De NAVO is de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Het is de grootste militaire alliantie ter wereld en ze staat onder leiding van de Verenigde Staten. De NAVO werd opgericht tijdens de Koude Oorlog, toen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie tegenover elkaar stonden. Maar de Sovjet-Unie verdween in 1991 en toch bleef de NAVO bestaan. Zogenaamd als een verdedigende organisatie, maar de oorlogen die de NAVO ging voeren tegen Afghanistan, tegen Irak, tegen Libië, toonden wel anders. De NAVO eist nu dat haar lidstaten elk jaar minstens 2% van hun binnenlands product aan defensie besteden. 2% van al hun jaarlijkse rijkdom. Dat geld gaat dan niet naar onderwijs, niet naar zorg en niet naar huisvesting. De Europese lidstaten zitten dus gevrongen tussen hamer en aanbeeld. Ze moeten steeds meer geld besteden aan militaire uitgaven en tegelijkertijd meer besparen op sociale uitgaven. En dat BAföG, dat is een fördering voor Schülerinnen en Schüler. Für Eltern und Familien, die einkommensschwach sind, gibt es ein Schüler-BAföG. Damit diese Schülerinnen und Schüler Geld haben, damit sie Bücher bezahlen können oder anderweitiges, was sie brauchen, haben wir eine Kürzung von ungefähr 27-28% vom Schüler-BAföG. Also 85 Milliarden, eine Steigerung von rund 25%. Und bei den Kindern wird gekürzt beim Schüler-BAföG. Und darüber hinaus wird gekürzt beim Müttergenesungswerk um 93%, Jugendferienstätten um 93%, wird alles gekürzt. Und zum Beispiel auch bei den Familienstätten um 93% gekürzt. Das heißt, es trifft die Arbeiterklasse. Die sollen durch eure sozialen Kürzungen den Militärhaushalt finanzieren. Und der Grund dafür ist natürlich eben auch der Krieg in der Ukraine. Und wenn man einen Euro hat, dann kann man den nur einmal ausgeben. Und entweder wird man das für das Schüler-BAföG ausgeben, für die Jugendbildungsstätte ausgeben, für das Müttergenesungswerk ausgeben, für den Studenten-BAföG ausgeben oder für die Familien. Oder man gibt es eben für Rüstung und Militär aus, für Munition aus, für Panzer, und für andere Kampfjets und so weiter. Und das ist das Absurde daran, dass so viel auf dem Rücken der deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gekürzt wird. Es ist ein brutaler sozialer Krieg. Oorlog kost geld. En daardoor komen de sociale uitgaven zwaar onder druk te staan. Onderwijs, zorg, sociale zekerheid. Dat is niet alleen in Duitsland zo, maar ook elders in Europa. In 2024 wil de Europese Unie 45 miljard euro besparen. Dat is een enorm groot bedrag. Daar kan je 1 miljoen verpleegkundigen of 1,5 miljoen leerkrachten mee betalen.
Dat betekent dat de hele rigide en strakke besparingspolitiek terug is in Europa, met alle gevolgen van dien. Globaal gezien sluiten steeds meer mensen zich aan bij de vakbond. Het is echt globaal dat het toeneemt. Hier in Berlijn ontmoet ik een aantal vakbondsmensen van Amazon om bij te praten. We drinken een pintje in het paviljoen van de Weltwirtschaft aan de Spree. Ik ontmoette hen op Manifiesta, ons jaarlijks solidariteitsfestival in Oostende. Tot mijn grote verrassing vertelden ze mij dat hun tocht naar Manifiesta op wieltjes verliep. In België ging het fantastisch vlot met de trein, zeiden ze me. En bij ons in Duitsland is de situatie bij de spoorwegen veel meer problematisch. Dat had ik totaal niet verwacht. Want in mijn hoofd was Duitsland het land van de efficiëntie, het land waar alles op tijd vertrekt en ook op tijd aankomt. Niet dus. De aanhoudende besparingen hebben dat cliché naar de prullenmand verwezen. Man braucht ja nur einmal Zug fahren in Deutschland, dann sieht man. Also man hat Glück, wenn man überhaupt dann am Zielort ankommt. Aber wann man ankommt, ist immer eine andere Frage und wie man da ankommt. Weil wenn es heiß ist, funktioniert die Klimaanlage nicht beispielsweise. Und wenn es kalt ist, funktioniert die Heizung nicht. Kommt sehr oft vor bei der Deutschen Bahn. Neben den ganzen Verspätungen. Wir haben marode Brücken, wir haben marode Straßen. Wir haben Putz, der von den Wänden abgeht. Wenn ein Schüler in der Schule sitzt, wenn ich in eine Schule gehe in Deutschland, dann ist das nur noch ein Bild von Traurigkeit. Es ist Tristesse, ja. Man möchte gar nicht mehr auf die Toiletten zum Beispiel in einer Grundschule gehen oder in einer Hauptschule, weil das alles heruntergekommen ist. Und das hat eben mit dieser Politik zu tun, die nur noch explosionsartig die Ausgaben für Militär und Rüstung macht, aber in die Infrastruktur des eigenen Landes einfach nicht mehr investiert. Bahn, Bildung, weiß man. Aber wir haben zum Beispiel auch ein anderes ganz radikales Problem, sind die Krankenhäuser. Das Gesundheitssystem in Deutschland, das geht vor die Hunde. Es ist in elke Oorlog hetzelfde. De Rijke leveren de wapens en de Arme leveren de Slachtoffers. Op het slagveld blijven arme donders, arbeiderskinderen, boeren, jongens of huurlingen zonder naam kermend achter. Aan Oekraïense zijde vechten bouwvakkers, marktkramers en arbeiders van plaatselijke meubelbedrijven. De loopgraven zijn er overbevolkt met jongelui uit arme streken. Aan Russische zijde is het niet anders. De jonge soldaten komen uit de armere regio's van de Russische Federatie. De zonen van de Russische elite zie je daar niet. Gewone mensen voeren de oorlog op het slagveld en gewone mensen voelen thuis de gevolgen in hun dagelijks leven. Met sociale kreuzungen wordt deze krieg met financierd. En deshalb is het wichtig dat die Friedensbewegung, dat die gewerkschaften die tegen den krieg zijn, eigenlijk zich niet einschüchtern lassen en we größeren druk entfalten tegen deze sociale krieg, tegen die eigen bevolking. Niet laten intimideren, zegt Sevim. Dat is belangrijk, want de tegenstander deist voor niets terug. En jarenlang heeft de elite zoete broodjes gebakken met de Russische president Poetin. En toen Poetin zijn vuile oorlog tegen Tsjetsjenië voerde, liepen mensen als de Belgische eerste minister Guy Verhofstadt en de Britse eerste minister Tony Blair de deuren van het Kremlin plat. Ze tekenden wapencontracten met Poetin tot hun arm er pijn van leed. En nu zijn diezelfde mensen plots grote tegenstander van Poetin en verwijten ze ons, die altijd tegen de oorlog zijn geweest, dat we vrienden van Poetin zouden zijn. On dirait que dans ce parlement, Poetin a des alliés. Het is niet meer dan intimidatie door krachten die koste wat het kost de oorlog wilden verder zetten. Das fängt schon bei der medialen Debatte an. All diejenigen, die gegen Waffenlieferungen sind, gegen Militärhilfe sind, gegen Eskalation sind, werden als russische Agenten abgestempelt. Das hat viel damit zu tun, dass die Debatten und die Diskurse in den USA rüberschwappen hier, dass man diffamiert, diskreditiert, cancelt, das Cancel Culture. Das heißt, es werden Menschen eingeschüchtert. Auch die Friedensbewegung wird versucht einzuschüchtern, dass sie nicht den Mund aufmachen, nicht aktiv sind, nicht protestieren. Und man versucht natürlich, einen Spaltpilz in die Friedensbewegung zu tun, indem man die Leute gegeneinander aufhetzt und sagt, die einen sind zu Russland freundlich, die anderen sind rechts, die sollen nicht mit denen laufen. Das heißt, es gibt einen unglaublichen Versuch der Fragmentierung und Spaltung der Friedensbewegung.
In dat discours is er geen ruimte voor context. Nochtans is context noodzakelijk om uiteindelijk tot vrede te komen. Iedereen is het vergeten, maar begin jaren 2000 dweepte het Westen nog met Poetin. Poetin wilde toen een handelsverdrag met de Europese Unie en wilde zelfs lid worden van de NAVO. Maar het Westen wimpelde die vragen af en behandelde Rusland als een verslagen regionale macht, enkel goed om grondstoffen te leveren aan het Westen. Na de val van de Berlijnse muur had de NAVO aan Rusland beloofd dat de NAVO niet verder zou opschuiven richting Rusland. Maar dat gebeurde toch, zowel in 1999 als in 2004. En wanneer de NAVO dan in 2008 opnieuw aankondigt dat zowel Oekraïne als Georgië lid zouden worden, is voor Rusland de maat echt vol. Iedereen weet dat dit de rode lijn is voor Moskou. Zowel de Duitse premier Angela Merkel als de Franse president Nicolas Sarkozy hadden Washington expliciet afgeraden om de NAVO verder uit te breiden. Maar de Verenigde Staten drijven hun wil toch door. En op dat ogenblik is de houding van Poetin helemaal veranderd. Aber man darf eins nicht vergessen, es ist auch geopolitisch eins der großen Ziele eben der NATO gewesen, diese NATO-Osterweiterung. Und das ist natürlich eine, NATO ist Staatsräson in Deutschland und dazu gehört eben auch die Unterstützung für diese NATO-Osterweiterung. Auch wenn es kritische Stimmen gegeben hat, die sich immer wieder auch an eine Entspannungspolitik von Willy Brandt halten, dem ehemaligen sozialdemokratischen Bundeskanzler, und für gute nachbarschaftliche Beziehungen mit Russland eintreten und gegen eine Osterweiterung waren, weil sie gesagt haben, das provoziert Russland. Wir haben bei der Wiedervereinigung versprochen Russland, dass wir nicht Richtung Russland uns ausdehnen werden und wir sollten Wort halten. Das gibt's auch, aber das ist halt sehr schwach. Die anderen haben die Oberhand mittlerweile in den Diskussionen. Maar de discussies zijn er, overal. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, veroordeelden zowat alle landen de illegale inval en terecht. Zeker de landen uit het zuiden weten hoe belangrijk soevereiniteit is. Maar de sancties, dat is een ander verhaal. Slechts 52 landen hebben de economische sancties tegen Rusland gesteund, terwijl 127 landen ze niet steunen. 127, dat is een opmerkelijk groot aantal. Al die landen hebben geen zin om zich mee te laten sleuren in een oorlogslogica die niet de hunne is. Ze zien dat Washington werkt met twee maten en twee gewichten. Er worden wel 10 of 11 sanctiepakketten tegen Rusland opgelegd, maar tegen Israël wordt er geen enkele sanctie opgelegd, ondanks 104 resoluties van de Verenigde Naties die het apartheidsregime en de kolonisatie veroordelen. Also meine Erfahrung ist, wenn ich in Lateinamerika unterwegs bin, wenn ich in Afrika unterwegs bin oder auch in Asien, die Länder einfach haben die Nase voll vom West. Sie haben die Nase voll, wenn man das salopp formuliert. Sie haben erstens die Nase voll, weil der Westen eine unglaubliche Doppelmoral hat. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Vor 20 Jahren haben die USA in einer Koalition der Willigen Irak angegriffen, haben bombardiert, über 1 Million Menschen sind gestorben. Bis heute leidet das Land unter diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und die Bundesregierung und die grün geführte Außenministerium in Deutschland unter Annalena Baerbock sagt, sie können nicht völkerrechtlich diesen Krieg bewerten. Sie wollen den nicht als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg bewerten. Es gibt ja eine unglaubliche Doppelmoral, eine Verlogenheit. Das Völkerrecht wird immer nur dann zum Anschlag gebracht, wenn es nicht die eigenen Verbündeten sind, wenn es nicht die NATO-Staaten sind. Und wenn die NATO-Staaten hier völkerrechtswidrige Angriffe machen oder Gefängnisse foltern oder Guantanamo haben, dann wird einfach geschwiegen. Steeds meer landen zijn de hypocrisie en de dubbele standaarden beu. Het is daarom dat ze niet mee hebben gestemd met de sancties tegen Rusland. En dat was een enorme schok voor Washington. Fiona Hill bijvoorbeeld, dat is een voormalig lid van de Nationale Veiligheidsraad van de Verenigde Staten, die sprak er echt schande over. En ze noemde het muiterij. Die stemming was volgens haar muiterij en rebellie. Het is daar trouwens dat ik de titel van mijn boek en mijn docuserie heb gehaald. De toenemende muiterij tegen de orders van Washington. Dat heißt, deze landen willen niets meer met het Westen te doen hebben, weil er eben doppelte standards hat
Und sie haben natürlich inzwischen auch mit den BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die Zusammenkunft dieser Länder als ein Kooperationsbündnis, das auf Wirtschaft, gemeinschaftliche wirtschaftliche Kooperation setzt, in der internationalen Politik auf Dialog statt Konfrontation setzt, haben sie natürlich auch eine Alternative gefunden und sind nicht mehr auf den Westen angewiesen. Insofern sehe ich das tatsächlich so, dass wir einen epochalen Umbruch haben in der internationalen Politik, in den internationalen Beziehungen. Ich glaube an eine gerechte Gesellschaft. Deshalb kämpfe ich darum. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Ich glaube an gerechte Handelsbeziehungen. Ich glaube an faire Handelsbeziehungen. Und ich habe auch eine Hoffnung aufgrund beispielsweise der Zusammenkunft der BRICS-Staaten. Das macht mir auch Hoffnung, weil ich denke, dass die USA mit ihrem Dollar als Waffe nicht mehr lange weltweit regieren können wird. Und wenn diese Möglichkeit besteht, dass der Dollar nicht mehr als Waffe benutzt werden kann, dass es Alternativen gibt von den Leitwährungen her, dass es in anderen Währungen auch Handel betrieben werden kann. Und das macht mir eigentlich Hoffnung. Es gibt ja auch viel mehr Anträge, dass man diese unfairen und vor allen Dingen kriegerischen Beziehungen vielleicht beenden kann und auf Frieden, auf Dialog und Kooperation setzende Beziehungen eingeht. Das macht mir Hoffnung. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Mijn gesprek met Sevim zit er bijna op. Wij hebben het gehad over de stijgende voedselprijzen en hoe dat ook te maken heeft met die sancties tegen Rusland. Sancties die trouwens hun doel gemist hebben. Want terwijl de economie in Rusland best goed draait, is Duitsland in een recessie terechtgekomen. Werkende mensen verarmen, er dreigt deindustrialisatie en jobverlies. We hebben het ook gehad over geld voor wapens in plaats van geld voor ziekenhuizen en leerkrachten. Een oorlog, een sociale oorlog tegen het volk, zoals Sevim het zo treffend zei. Sevim is een indrukwekkend personage. Ze is geboren in Duitsland en haar vader werd destijds uit Turkije gehaald om in de Duitse staalindustrie te gaan werken. En zij zelf is dan in de luchthaven gaan werken. En die klassepositie heeft ze altijd behouden, ook in het parlement. Net als die internationale blik van haar op de wereld, ver voorbij de grenzen van Duitsland en de grenzen van Europa. En dat vind ik ongelooflijk inspirerend bij Sevim. Ja, die Welt ist halt größer als Europa, ganz einfach. Ja. Und wenn man den Blick nicht weitet, dann bleibt man auf der Strecke. Und das ist ja das, was mit Europa jetzt passiert, in der Gefolgschaft zu den USA. Ist Europa natürlich auch dem Untergang geweiht. Und wenn man nicht auf die Entwicklungen weltweit schaut, dann hat man ein Problem. Und Politik heißt ja eigentlich, beginnt beim Blick auf die Wirklichkeit, auf die Realität. Wie sieht die Welt heute aus? Und wenn man das nicht weiß, kann man auch keine Politik machen. Und zur Politik gehört eben auch zu wissen, wie die internationalen Entwicklungen sind. Zweitens ist es für mich als Linke besonders wichtig natürlich, dass ich international solidarisch bin mit Ausgebeuteten, mit unterdrückten Völkern, mit der Arbeiterklasse von anderen Ländern. Das ist für mich der Maßstab von linker Politik. Ich komme aus der Arbeiterklasse, also habe ich auch etwas dagegen, wenn wir die Arbeiterklasse in anderen Ländern unterdrücken durch unsere Hegemonialansprüche. Die Arbeitsters von der Leise in unserem Land, die Arbeiters von Amazon in Deutschland, die Verpleegsters in England, die Automobilarbeiters in den Verenigden Staaten, die Metallbewerkers in Zuid-Afrika, sie sind allemaal verbonden met elkaar. We leven in een globale wereld met globale productieketens en een globale werkende klasse. Daar is Sevim van doordrongen. Het zit in haar en ze heeft gelijk. Ik heb immer mal gelernt, als ik jong was, nur wer den Mut zum Träumen hat, hat auch die Kraft zum Kämpfen. Und ich habe den Mut zu träumen von einer besseren Gesellschaft, von einer gerechteren Gesellschaft. Aber nicht als Utopie, sondern etwas, was machbar ist, was realisierbar ist. Und deshalb kämpfe ich darum. Das ist ein schönes Ende, Dokusir. Dankeschön. Ich danke auch. Vielen Dank. Der Mut, um zu träumen, sagt Sevim. Was ein Worten. S'avonds wandel ik door Berlijn en denk ik aan die woorden terug. Je moet moed hebben om je niet neer te leggen bij de situatie zoals ze nu is.
Je moet kracht hebben om op te komen voor je overtuiging. De kracht van de overtuiging. Dat is CVM. En dat zijn zoveel andere mensen. Onze wereld wordt gemaakt door arbeid en door engagement. In Londen en Berlijn heb ik kunnen spreken met Grace en CVM over de muiterij in het noorden. En in het zuiden is het niet anders, hoor ik. Maar ook dat wil ik met mijn eigen ogen zien. Het spoor van de muiterij leidt me naar Johannesburg in Zuid-Afrika voor de volgende aflevering.